Unsere akademische Welt ist zunehmend von einem Maßsystem beeinflusst, was uns permanent ratet und rankt. Das könnte beispielsweise kreativitätsverhindernd sein, das könnte Innovationen unterdrücken, weil wir uns nach Moden und nach Mainstream richten müssen. Das müssen wir mal hinterfragen, kritisches Hinterfragen. Dafür ist diese Critical Thinking Initiative da und sie wird alle Stände berücksichtigen. Das muss nicht nur bei Studierenden sein, sondern bei Doktorierenden, bei der Administration bis hin zu den Schulleitungen von Universitäten. Wir versuchen an der ETH Zürich, das mit baulichen Maßnahmen in der Lehre, in der Forschung, in den Stäben umzusetzen, dass der Boden für diese Kreativität und die Entfaltung aller Talente, die wir an der ETH suchen, nicht verloren gehen. Dafür setze ich mich sehr gerne ein, dass wir das an der ETH verwirklichen können.